der Vorlesung haben wir unterschiedliche Verfahren kennengelernt, mit denen wir Operationsverstärkerschaltung analysieren können. Einige dieser Verfahren möchte ich Ihnen heute vorstellen und habe dazu ein Beispiel vorbereitet. Dieses Beispiel besitzt mehrere Operationsverstärker und sieht auf ersten Blick schon mal sehr unübersichtlich aus. Wir haben aber gelernt, dass die Ausgänge von Operationsverstärkern als ideale Spannungsquellen zu betrachten sind. Deshalb werden wir diese Schaltung in verschiedene Teile zerlegen. Ich möchte die Grenzen für meine Schaltungsberechnung in diesen Schaltplan eintragen. Wir haben hier diese ersten beiden Operationsverstärkerstufen mit den Ausgangsspannungen UA1 und UA2. Wir haben dann hier eine zweite Grenze mit dem dritten Operationsverstärker, der die Ausgangsspannung UA3 hat. Die letzte Operationsverstärkerstufe werden wir dann im dritten Schritt berechnen. Um die Berechnung übersichtlicher zu gestalten, habe ich diese einzelnen Teilschaltungen hier separat herauskopiert und für Sie vorbereitet. Wir sehen also hier die beiden Operationsverstärker mit den Ausgangsspannungen UA1 und UA2. Mit den Kenntnissen der Vorlesung sehen Sie, dass beide Operationsverstärker als Spannungsfolge arbeiten. Wir müssen also nur die beiden Potentiale an den positiven Eingängen der Operationsverstärker berechnen. Dazu verwenden wir die Maschenregel für die Eingangsmasche. Dazu tragen wir ein die Spannung, die an den Widerstand RS abfällt, und bezeichnen sie mit URS. Dann ergibt sich die Spannung am positiven Eingang des oberen Operationsverstärkers, also an diesem Knoten hier, aus der Gleichung UA1 ist gerade gleich UBAT plus URS. Und die Spannung URS ergibt sich mit dem ohmschen Gesetz aus dem Produkt von dem Widerstand RS und dem Strom, der durch diesen Widerstand fließt. Weil bei idealen Operationsverstärkern mit der Annahme gearbeitet wird, dass kein Strom in die Eingänge hereinfließt, fließt der Strom I-Soll durch den Widerstand RS und es gilt UA1 ist gerade UBAT plus RS mal I-Soll. Einfacher ist es noch für die Ausgangsspannung UA2, denn das Potential am positiven Eingang des Operationsverstärkers ist direkt UBAT, sodass für den zweiten Operationsverstärker gilt UA2 ist gerade gleich UBAT. Gut, diese erste Operationsverstärkerstufe war also einfach zu berechnen, weil beide Operationsverstärker als Spannungsfolger eingesetzt werden. Die zweite Operationsverstärkerstufe stellt einen Differenzverstärker dar. Die Ausgangsspannung UA3 ergibt sich also aus der Differenz von UA2 minus UA1 und aufgrund dieser symmetrischen Widerstandsbeschaltung wird diese Differenz verstärkt mit dem Quotienten aus R2 zu R1. Damit lautet für diese Operationsverstärkerstufe die Ausgangsspannung UA3 ist gerade gleich R2 durch R1 mal die Spannungsdifferenz UA2 minus UA1. Weil uns die beiden Spannungen aber schon bekannt sind, setzen wir die hier ein, sodass sich das Ergebnis ergibt zu R2 zu R1 mal UA2. Schauen wir vielleicht gerade nach nochmal. Das war gerade die Batteriespannung UBAT und UA1 war die Batteriespannung plus das Produkt RS mal I-Soll. Also würde hier stehen UBAT minus UBAT minus RS mal I-Soll. Und weil UBAT von UBAT subtrahiert wird, können wir das Ganze vereinfachen zu einem R2
durch R1 mal RS mal I soll und das Minuszeichen machen wir vor dem Bruch. Damit haben wir also die Ausgangsspannung der zweiten Operationsverstärkerstufe berechnet. Die Berechnung der dritten Operationsverstärkerstufe ist etwas komplizierter, weil wir hier zwei Spannungsquellen haben, UA3 und die Spannung U1, die an den positiven Eingang angelegt wird. Und immer wenn wir Schaltungen mit mehreren Spannungsquellen haben, versuchen wir das Superpositionsprinzip anzuwenden und das machen wir auch hier. Ich berechne also zunächst die Ausgangsspannung UA für den Fall, dass die Spannungsquelle U1 0 ist. Ich charakterisiere das dadurch, dass ich hier einen Kurzschluss eintrage. In dem Fall, wenn der positive Eingang des Operationsverstärkers auf Masse gelegt wird, handelt es sich bei dieser Schaltung um einen invertierenden Verstärker. Das heißt, in dem Fall ergibt sich UA ich nenne das jetzt UA4 aus minus R4 durch R3 mal die Spannung UA3. Die Spannung U1, wie gesagt, gibt es nicht. Wir haben sie durch einen Kurzschluss ersetzt, weil wir mit dem Superpositionsprinzip arbeiten. Gut, im zweiten Fall ist jetzt nicht die Spannung U1 0, sondern die Spannung UA3 ist 0. Ich charakterisiere das, indem ich hier ein Massesymbol eintrage. In dem Fall arbeitet die hier vorliegende Schaltung wie ein nicht invertierender Verstärker. Das heißt, UA5 wäre dann gerade gleich 1 plus R4 durch R3 mal U1. So, wir haben nach dem Superpositionsprinzip gearbeitet. Das heißt, die Spannungen UA4 und UA5 werden jetzt zur Ausgangsspannung überlagert. Es ergibt sich das Gesamtergebnis. UA ist gerade gleich minus R4 durch R3 mal UA3 plus 1 plus R4 durch R3 mal U1. So, die Spannung U1 ist eine Spannung, die wir frei wählen können. Die können wir also nicht weiter vereinfachen. Aber die Spannung UA3 haben wir gerade schon ausgerechnet. Ich bringe das gerade nochmal in Erinnerung. Die Spannung UA3 war minus R2 durch R1 mal RS mal I soll. Diese Werte können wir jetzt noch eintragen. Dann ergibt sich hier minus mal minus ist plus R2 zu R1 mal RS mal R4 durch R3 mal I soll plus 1 plus R4 durch R3 mal U1. Gut, im Endeffekt ist das Ergebnis relativ übersichtlich. Die Ausgangsspannung hängt ab von den verschiedenen Widerständen und dem Strom I soll. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass man mit dieser Schaltung den Strom I soll messen soll. Und wir haben einen zweiten Term, 1 plus R4 durch R3 mal U1, den man zum Beispiel für eine Offset-Korrektur einsetzen könnte. Wenn wir das nochmal vergleichen mit dem Ausgangspunkt von unserer Schaltung, dann stellen wir fest, dass wir diese kompliziert aussehende Schaltung in verschiedene Teilschaltungen aufgeteilt haben, die jeweils eine übersichtliche Lösung erlaubt haben. Und wir haben es so geschafft, die Gesamtschaltung zu beschreiben und eine Gleichung anzugeben für die Ausgangsspannung. Weitere Beispiele finden Sie auf Hertz Online
probieren Sie selber aus, die unterschiedlichen Verfahren für die Beschreibung von Operationsverstärkerschaltung anzuwenden.